Hey, wir sind Max und Merle und wir fahren mit unserem blauen Crafter Captain Knut die Panamericana. Unser Plan, von Feuerland bis nach Alaska kommen. Dabei haben wir schon über 35.000 Kilometer hinter uns gebracht, 8 Länder bereist und sind jetzt seit knapp 14 Monaten unterwegs. Bis Kolumbien haben wir es schon geschafft. Genauer gesagt bis nach Salento, was so ziemlich genau in der Mitte des Landes liegt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Sie. Wir laufen gerade über die schöne gelbe Fußgängerbrücke hier in Salento. Da steht Knut. Schön im Grün, schön sichtgeschützt. Wir steppen gerade los. Wir gehen jetzt in das kleine Örtchen rein, Salento, und wollen zur Plaza. Denn ab der Plaza kann man einen Jeep nehmen. Sowas ähnliches wie ein Colectivo. Wahrscheinlich hat es genau den gleichen Zweck. Und dann wollen wir zu einer Kaffeefarm. Und zwar zu einer Organic Kaffee Farm. Klein, aber beschaulich. Die sollen da eine sehr gute Führung machen. Sehr gut erklären, wie der Kaffee hergestellt wird, angepflanzt wird und so weiter. Und natürlich wollen wir auch einen Kaffee trinken. Das ist erstmal unser Ziel. Und da sind wir beide schon ganz gespannt, wie Max immer so schön sagt. Genau, wir befinden uns jetzt. Vorsicht. Hab ich gesehen? Wir befinden uns jetzt gerade am Anfang des sogenannten Kaffeedreiecks in Kolumbien. Das ist ein großes Gebiet, wo ganz viel Kaffee angebaut wird, wie der Name schon sagt. Vielleicht habe ich das auch gestern schon erzählt, ich weiß nicht, da war ich noch ein bisschen verwirrt von dem ganzen Mechanikerauftrag. Genau, aber jetzt freue ich mich ganz doll. Lecker Kaffee. Auf geht's. So, jetzt kaufen wir hier Tickets für eine Kaffeetour. Kostet insgesamt 64.000, was ungefähr 14,33 Euro jetzt waren. Für uns beide zusammen, muss man sagen. Mit der Tour, richtig gut. Genau. Jetzt haben wir hier noch eine Dreiviertelstunde, die wir warten, bis uns der Jeep dann dahin bringt. Aber auch das kriegen wir rum, denn das ist ja schön hier. Zeig mal die Tickets. Coffee Farm. So, da fährt jetzt gleich ein Jeep los. Der Mann in der roten Jacke hat sich gerade neben uns gesetzt, erstmal einen Joint geraucht und jetzt stellt er sich da hinten drauf und jetzt fahren wir los. Ja, ich hoffe, ich muss nicht stehen. Ich hoffe, du musst keinen Joint rauchen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber das war schon skurril. Ich dachte erst, das wäre der Fahrer. Ein Glück nicht. Ja, jetzt rate mal, wer Pech gehabt hat und hinten drauf stehen darf, weil das hier drin zu voll ist. Aber es wird trotzdem gut. So, ich denke, unser Fahrer hat nicht gekifft. Wow, und es geht schon los. Krass. Oha, jetzt wird's huckelig. Auf so viel Abenteuer war ich ja nicht eingestellt. Ganz offensichtlich ist hier ein Stück Straße weggebrochen. Und man muss echt aufpassen mit den ganzen Ästen, die hier immer einen so in den Weg kommen. Der wenig schläft und viel träumt. Ja, das sind die Kaffeejungs, wir sind angekommen. Und gleich geht's los auf die Tour. Vielleicht sind wir nicht so viele, wer weiß. Aber es riecht schon mal richtig gut. Frischer Kaffee. So, unsere Tour geht los. Wir sind zu sechst. Ich glaube, wir sind sechs Deutsche. Diese kleine Farm macht immer noch Kaffee, aber sie machen Kaffee wegen des Tourismus und Tourismus wegen des Kaffees, pflanzen aber nebenbei noch Tomaten, Avocados und andere Sachen an.
Like Hong Kong. Coffee fruit, yeah. Right? Mm-hmm. We pick it when it's red is ripe. Also, we have some trees, as the one that you have behind you, which give us yellow fruits. But the 99% of the coffee that we drink was a red one, right? If you open it, you will find the coffee seeds or the coffee beans. Yeah. Or at the cafe bohnen. Oh, right? Brilliant. Usually, you will find one or two beans inside, mm-hmm. Also three, but three doesn't happen really often. So one or two. If you feel the coffee is like a slimy, there's like a jelly thing around the seed. This jelly thing is called mucilage. The mucilage is something super common in tropical fruits. As you know, in tropical areas, we don't have seasons. As you have, we don't have winter, summer, spring, fall. We don't have that. Rainy season, sunny season is how it's here. The coffee making. So besonders süß jetzt ablutschen, damit man danach auch wirklich Kaffee draus machen kann. Yeah, I take it from Peru, Ecuador, yeah. The chocolate tour. Yeah. Okay. It's exactly so. Yeah. Yeah. And now the fruit, when it's... Plant your own seed over here. Over here. Taste in the ground, and from there comes the root. In the coffee from the bean, we have the leaves. As for example, this one here is just open. Right. Uh-huh. When it's full open, looks like there are some plants, but look at the leaves that we have here and look at the leaves that we have on the trees. As you can see, the shape is a little bit different, all up here, for example. So it's because the first couple is just checking if the quantity of sun is okay, rain, temperature, and these kind of things. Hauptsächlich Arabic Coffee wird hier angepflanzt. Die Pflanzen, die die hier haben, werden maximal 15 Jahre alt. Dann reißen die raus und pflanzen neue, denn dann werden die Kaffeebohnen zu klein, die diese Pflanzen geben. Alle 5 Jahre werden die beschnitten. Ja, und ein Pflücker hier, die haben ca. 15 Pickers. Die pflücken die Bohnen und das ist anstrengend, hochlaufen und erzählen. Was hat er gesagt? Die pflücken so 150 bis 200 Kilo pro Tag. Im Schnitt. Im Schnitt, das ist eine ganze Menge. Und die sagen jedes Jahr, sie brauchen 15 und am Ende haben sie aber nur 7, weil die so selten geworden sind, weil die nur 2 Monate im Jahr arbeiten können, weil nämlich die Saison fürs Pflücken ist. So. Der Regenschirm untermalt das Ganze. After the picking, we have to use machines like this to peel it, right? To remove the red shell. So we put here the fruits. Turn this wheel, please, clockwise. Clockwise? Yeah. Oh. Yeah. So look, on one side, we have the skin, the shell, and in the other side, we have the beans. Simple. How does it work? Basically, these kind of spikes give friction to the skin, pull it to one side, and they see this is slimy because of the gel, so the juice is black. Simple as that. By the way, this machine was made by a German. Of course. Obviously, machine is made by German. Famous German engineers. So, it's exactly the same machine, but this one is just bigger and works with motor. In here, we need German people to turn the wheel. Yeah. The rest is exactly the same thing. Once the beans, outside shells. Simple. So, the longer you roast your coffee, the more bitter it will be, right? But also, the longer you roast your coffee, the less caffeine you can get from that coffee bean, because you're burning it. After a few seconds, it will start to crack like popcorn. That's how we know that the coffee is getting roasted. Like popcorn. Mm-hmm. This is the sound that we're looking for. This is the coffee that you know back home, right? Mm-hmm. But if you smell it, it doesn't smell like coffee, it smells like something burnt, right? It happens because the coffee, after roasted, you have to leave it setting for about 12 hours. Uh-huh. For example.
This one is milk. Like coffee, yeah. And it's because it was roasted. Yes. Right? This is an old-fashioned way to do it, but it's the same thing. Jetzt gibt's ein Käffchen. Also bist ja sehr gute Tour. Guter Typ, gute Form, hoffentlich guter Kaffee. Wir haben jetzt ein bisschen Espresso hier gekriegt. Ja, das ist interessant. Kleinen Schluck, dazu heißt es Wasser zum Verdünnen oder Milch, wer möchte. Ich probiere es jetzt aber erstmal pur. Der Geruch ist schon mal fabelhaft. Ihr kennt das mal. Jetzt probieren wir mal. Das ist so schön, richtig schlafen. Lecker. Ich kann euch nicht sagen, was da drin ist, außer Kaffee. Ja. Schmeckt fruchtig, lecker, nicht zu sauer. Typisch die Arabiknote. Ist ein bisschen Nachgeschmack. Im Abgang ein bisschen bananig vom Schatten. Nur keiner am Werk hier, ich merke das schon. Also die Karamelle ist auch ein bisschen raus. Festhalten am Fahrt. Der fährt ein bisschen ruckeliger als der auf der Hinfahrt. Hier. Aber schon hart Touristen. Trotzdem schön. Da geht einem die Pumpe. Das waren gerade mal, weiß ich auch nicht, ein paar hundert Stufen. Und jetzt sind wir bei dem Aussichtspunkt. Sieht schon mal von hier aus ganz nett aus. Aber da vorne gibt es auch eine bessere Sicht. So Leute, wir spielen jetzt Techo. Das ist Volkssport hier in Kolumbien. Man darf sich einen Spielstein aussuchen, recht schwer. Dann ist hier so ein Feld aus Lehm mit einem Kreis und man legt hier so mit einem Metallkreis und man legt da so Knallplättchen drauf. Und dann wird geworfen von der anderen Seite. Jeder darf einmal werfen. Die Person, die am nächsten dran ist am Kreis, kriegt einen Punkt. Es sei denn, man trifft in den Kreis, dann kriegt man 6 Punkte, glaube ich. Und wenn es knallt und der im Kreis bleibt, kriegt man 9 Punkte. Die Person, die zuerst 10 Punkte hat, hat gewonnen. Abgefahren, oder? Ich glaube, Chris hat wieder einen, oder? Ja. Chris hat nämlich gestern schon heimlich geübt. Den Leitposten einfach. Sehr gut. Den ganzen nehmen? Ja, ne? Ja, flache Hand ist gut, ganz flach. Und auf die Handfläche musst du es eigentlich legen. Und so halten einfach. Die hat auch Spaß noch mit der Möhre. Wir packen unseren Rucksack, denn wir sind im Cocoa-Tal. Cocora-Tal. Extra geübt vorher. Wir sind im Cocora-Tal. Hier gibt es Wachspalmen. Die werden bis zu 60 Meter hoch, aber nicht alle Palmen werden so hoch.
Kommt drauf an, glaube ich, auf die Wetterbedingungen. Die meisten kommen so um die 20, habe ich gelesen. Ist aber trotzdem eine enorme Größe. Und weil das so spektakulär ist, gehen wir heute spazieren. 4-5 Stunden vielleicht. Mal gucken. Und gucken uns die Palmen an. Soll eine sehr schöne Natur hier sein. Sehr schön. Schön wandern. Ja. Und die die Wachspalme. Ich glaube Kindioa oder Kindoa oder so. Kindoa Wachspalme heißt sie. Ist die größte Palmenart der Welt. Ja. Und die ist heimisch in Kolumbien. Und da wir da sind, haben wir Glück und deswegen gehen wir die gleich angucken. Aber erstmal eben fertig machen. Frühstück ist schon eingepackt, der zweite Kaffee kommt gerade rein. Und Wasser ist aufgefüllt. Wir haben ja alles vorbereitet und gleich kann es losgehen. Wir durften jetzt 20.000 pro Person bezahlen, also 40.000 insgesamt, roundabout 9 Euro. Ist okay. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr bergauf wandert, egal wie schmal der Weg ist, Serpentinen helfen immer. So, 5 Kilometer haben wir geschafft in etwas unter 2 Stunden. Es ging die ganze Zeit bergauf und jetzt haben wir die Hoffnung, dass es hier gleich im Nebelwald, wie er heißt, weil die ganzen Wolken hier durchziehen, gleich bergab geht. Wir haben von unseren Campingplatz-Nachbarn, von den Holländern gestern gehört, dass es wohl eine Treppe gibt. Mal gucken, ob wir den gleichen Weg erwischt haben oder ob es ein anderer ist. Ja. Aber es ist echt schön hier. Also wieder richtig gut, dass wir früh gestartet sind, relativ alleine. 5 andere Personen haben wir bis jetzt getroffen. Die sind aber alle schneller unterwegs. Also haben wir hier den Camino für uns relativ alleine. Jedenfalls sind keine anderen Menschen in Sichtweite. Das ist immer schön. Man hört die Tiere und man hört mich sabbeln. Ja, man denkt immer so, wenn der Wecker um 6 klingelt, ach du Scheiße, warum tue ich mir das an? Ja. Aber wenn man dann den ersten Kaffee drin hat und das Frühstück und dann losgeht und dann in so einer Natur relativ alleine alles genießen kann, ist schon lohnenswert. Da lohnt sich das Aufstehen um 6. Ich finde auch 6 Uhr ist so ein Schwellenwert. Ja. Ab 6 ist okay, aber was wir da in Torres del Paine veranstaltet haben und bei manch anderen Wanderungen. Um 4 sind wir da aufgestanden, glaube ich. Ne? Ich glaube, dazu würde ich mich heute nicht mehr bereit erklären. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, ja. Auf den Weg und wie heiß es ist. Wenn es um Delfine oder Wale geht, ja. Aber ja. Oder Tukane. Oh ja. Was würdet ihr sagen? Wie ist das bei euch? Startet ihr auch gerne morgens um 6? Oder seid ihr eher Langschläfer und sagt, ist mir egal, wenn da viele Leute sind, dann starte ich erst um 10, aber dann habe ich zumindest entspannt mein Frühstück und die Zeitung reingekriegt. Ja,
Wie ist das so? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Jetzt sind wir gleich unten am Fluss und hier hängen überall Schilder, wo drauf steht, welche Tiere es hier gibt. Wir haben schon einige Vögel gesehen, aber es soll hier auch noch einen Nasenbären geben, sowas wie einen Otter und eben auch den Andenbär, der Brillenbär quasi. Und es soll hier den Puma geben. Mal gucken, ob wir noch irgendwie eines von diesen Tieren sehen. Ja, wäre mal cool, ne? Ich weiß nicht, so ein Bär und so ein Puma, ja, lieber weit weg. Da hinten war jetzt gerade nochmal ein Kontrollpunkt. Da mussten wir nochmal 6.000 kolumbianische Pesos pro Person bezahlen. Obwohl das hier nur noch, keine Ahnung, 300 Meter oder sowas sind, bis wir wieder an der Hauptstraße sind. Wahrscheinlich, weil das hier ein Privatweg ist, also wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist ja was. Haben wir hier einen offiziellen Wanderweg, der eine Teil ist privat und die kassieren dann noch nochmal extra ab. Ja, war eine echt schöne Wanderung. Leider hat es jetzt am Ende ein bisschen angefangen zu regnen. Das geht aber noch. Und dann geht es für uns weiter in die Werkstatt, denn wir müssen unseren Keilriemen wechseln lassen. Der quietscht ordentlich und wir hoffen, dass wir hier eine Werkstatt schon gefunden haben. Wir haben es bei iOverlander gesehen. Da fahren wir mal vorbei und gucken, ob er uns da helfen kann, ihn relativ zeitnah, relativ flott zu wechseln. Ja, und dann mal schauen, wo wir heute Abend schlafen. Ja, wie ihr seht, da lag gerade schon wieder jemand unter unserem Auto, um sich unsere Keilriemensituation genau anzugucken. Unser Keilriemen hat in den letzten Tagen ordentlich angefangen zu quietschen, seit wir mit dem letzten Mechaniker da dieses Kühlwasserproblem hatten. Ja, der macht sich lautstark bemerkbar und deswegen sind wir jetzt sicherheitshalber mal in eine neue Werkstatt gefahren. Zu Edia, der scheint sehr kompetent zu sein hier in Parera. Und ja, der guckt sich jetzt an, was für einen Keilriemen wir brauchen und möchte den dann tauschen. Und zusätzlich wollen wir hier noch einen Service machen, also Öl wechseln, Luftfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter und vielleicht noch den Innenraumluftfilter wechseln. Und ja, das hängt aber davon ab, welche Ersatzteile wir hier kriegen. Mal schauen, wie lange das dauert, aber wir sind mal wieder in einer Werkstatt. So, ich fahre jetzt Ersatzteile einkaufen mit Ilia zusammen. Mal gucken, ob wir alles kriegen. Wir fahren in einem Chevrolet. Sparks heißt der hier. Bei uns heißt der Matisse. Das ist mein altes Auto in Deutschland. So, wir haben alles besorgen können. Der neue Keilriemen ist schon drin. Jetzt kommt neues Öl rein. Der neue Ölfilter ist also offen drin. Das geht jetzt alles relativ flott.
als hier noch so was wie ein Foodwagen vorgefahren. Der verkauft so schaumiges Fruchtzeug. Pommes her. Monchi. Monchi? Keine Ahnung, was da drin ist. Wir probieren das aber mal. Rico, deliciosos. De algo diferente. Recuerda que tenemos el mejor ponche de la ciudad, sencillo o preparado, o con su preferencia. Señores, yo no sé cómo se llama. ¿Qué es eso? Gefüllt mit Kohlensäure. Da drin sind so Zuckerdinger oder so. Ja. So, die Herren Mechaniker haben sich jetzt auch nochmal unsere Bremse angeschaut, weil wir ja ständig diese Warnleuchte haben und uns aber in Ecuador, in Quito, von dem Mechaniker gesagt wurde, von Luis, dass das der Sensor ist. Der hat nämlich einen Sensor kaputt gemacht, als er die Bremsen ausgebaut hat und hat dann uns den hier für $30 verkauft und den wieder eingebaut, also den neuen eingebaut. Und jetzt haben wir festgestellt, dass der gar keine Funktion hat. Der passt nämlich gar nicht da rein, kann also gar kein Signal senden. Der hat uns also ein bisschen verarscht. Ist natürlich ein bisschen bitter. Das Gute ist, die Bremsen funktionieren, die Bremsen sind in Ordnung und wir fahren halt jetzt nur mit diesem Warnlicht rum, bis wir einen richtigen Sensor gekriegt haben. Aber es ist trotzdem irgendwie ein blödes Gefühl. Ach ja, und übrigens, fast schon seit Beginn unserer Reise fahren wir ja leider mit einem Riss in der Windschutzscheibe durch die Gegend. Und da Edia einen kennt, der einen kennt und so weiter, sind wir dann auf gut Glück einfach mal dahin gefahren. So, wir bekommen unsere neue Scheibe für 850.000 Pesos. Das sind umgerechnet roundabout 190 Euro, je nach Wechselkurs. Und jetzt haben wir hier anderthalb Stunden gewartet, jetzt sind wir dran. Der Laster hier wurde vor uns noch frisch gemacht und ja, jetzt bekommen wir eigentlich. Leute, schaut euch das an. Kein Riss mehr, kein Kratzer mehr. Ab jetzt kommen wir einfacher durch die Polizeikontrollen, die uns ja sonst gerne anhalten, weil wir einen Riss in der Scheibe hatten. Aber jetzt nicht mehr. Und wir können direkt weiterfahren. 24 Stunden muss es aushärten, aber es passiert nichts, wenn wir jetzt losfahren, haben sie gesagt. Und unser Stellplatz ist auch nicht weiter entfernt als ja, 10 Minuten roundabout. Mal gucken. Mega gut! Und vor allen Dingen können wir jetzt aus der Frontscheibe viel schöner filmen und euch noch besser mitnehmen. Das Ganze hat uns unter 200 Euro gekostet, hat Max vielleicht schon erzählt. Auf jeden Fall würde es in Deutschland zwischen 500 und 1000 Euro kosten. Deswegen sind wir ganz happy, dass wir es jetzt hier in Kolumbien gemacht haben. Und ja, es ist wie Weihnachten und Neujahr zusammen, gerade für uns, weil wir auch endlich wieder schön rausgucken können. Spenden sind natürlich immer gerne entgegengenommen, ne, damit wir euch noch besser jetzt mit der Windschutzscheibe mitnehmen können. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall gerade sehr. Ja, heute angerufen, dann haben wir hier anderthalb Stunden gewartet. Jetzt haben die das in einer knappen Dreiviertelstunde durchgezogen. Bup. Bup. Jetzt gehen wir weiter. Schön. Auf dass Knut jetzt keine Probleme mehr macht. Toi, toi, toi. Wir bedanken uns für all euren Support. Ihr seid die Besten. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann lasst uns gerne ein Like da. Ganz besonders danken wir diese Woche Matthias, Martin, Volker, Jerry und Michele, Nicole und unseren Patreons. Falls du auch einen Taler in die Windschutzscheibenkasse werfen möchtest oder uns einen Kaffee spendieren willst für den Schnitt, dann geht das zum Beispiel bei PayPal. Andere Möglichkeiten haben wir in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung und sagen einfach nur Danke.
im nächsten Vlog erwartet euch bzw. uns eine wilde Korbseilbahnfahrt in Jardin, wo wir auch unsere lieben Freunde Julia und Simon wieder treffen. Außerdem regnet es ordentlich von oben und leider auch mal wieder unter unserem Auto. Tja, die Fahrt nach Medellin wird ganz schön schwer. Wir freuen uns riesig, wenn du wieder einschaltest und es wieder heißt anschnallen. Abfahrt!